Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren Tutorial. Mal wieder, wir haben wieder Zeit gefunden und was wir heute haben ist... Ja, wir haben einen Itembahnhof gebaut, ein einigermaßen kompaktes Design und ja, jetzt zeigen wir mal, wie es funktioniert und da machen wir jetzt erstmal den Nullbeladevorgang und deswegen tut Jonas da jetzt mal ein paar Items rein. Ja, ich mache erstmal wieder F1 an und hier oben haben wir den Input vom Bahnhof, der Output ist hier unten. Und wir schmeißen hier zum Beispiel mal Diamanten rein, 15 Stück. Der Bahnhof schaltet sich schon auf den B-Lademodus gleich und ich würde sagen, wir schicken mal das Minecart hier los. Na. Können wir es mal beobachten. Es lädt jetzt hier Diamanten auf und wenn es die beladen hat, fällt es wieder weg. Da fällt es. Das Ganze hier funktioniert mit der Hitbox von einem Flowerpot und einem zweiten Minecart zum wieder losschicken. Dadurch haben wir die Möglichkeit, erstens, wenn wir wollten, könnten wir noch Detector Rail hier einbringen, um andere Dinge zu messen, und man braucht keine Powered Rails hierfür. Man muss natürlich zu dem Bahnhof sagen, es ist nicht gerade der simpelste. Es gibt einfachere Designs mit einem einzelnen Teil. Der einzelne Teil, ein Teil lädt auf, der andere Teil lädt ab. Aber das Tolle an dem Bahnhof hier ist, der macht das alles in einem und das macht einen Redstoner schon stolz, sowas entwickelt zu haben. Und hier muss ich auch nochmal Danke sagen an Jojo, weil der hat mitgeholfen. Ich habe mich da auch schon ein paar Mal allein dran versucht. Und hab's leider nicht hinbekommen. Gut, jetzt hat das Minecart hier 16 Diamanten noch. Und wir können jetzt hier oben mal diese 8 Notch Apples reinlegen. Und der Bahnhof kann aus- und abladen wunderbar in einem Zug. Genau, er lädt jetzt die Diamanten als erstes ab. Und danach wird er die Notch Apple aufladen. Und dann wird das Minecart wieder losfahren. So, jetzt hat er Diamanten leer. Jetzt hat er umgeschaltet, hat man hier oben gesehen. Und er lädt die Notch Apples auf und das Minecart fährt ganz normal los. Genau. Und lädt direkt wieder ab, weil wir die Schienen nicht ausgemacht haben. Ja. Und fährt wieder los. Genau. So, das war's eigentlich. Hier unten haben wir noch einen Output, wo noch ein bisschen bunter Clay drin liegt von ein paar Tests, aber das macht nichts, auch noch ein paar Schienen. Ich würde sagen, wir springen jetzt direkt zum Tutorial-Part. Holt euch einen Zettel oder sowas. Wir haben direkt die Materialliste dabei, was ihr braucht. Und bis gleich. Da sind wir wieder. Wir schauen jetzt erstmal in die Kiste, was wir so alles brauchen. Und zwar sind das erstmal 43 normale Blöcke. Da könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr könnt da drauf euer Redstone und die Schienen verlegen. So, dann braucht ihr einen Minecart mit einer Kiste drinnen und eins ohne. Dann braucht ihr zwei Dropper und fünf Hopper, einen Blumentopf und einen Hebel. Einen Redstone-Schnickschnack braucht ihr 7 Fackeln, 3 Comparator, 6 Repeater und 16 Redstone Dust. Dann braucht ihr noch 3 normale Schienen, 2 Power Drails und ein Detector Ray. Gut, hier haben wir schon mal die Ebene ausgelegt. Die blauen Blöcke, die ihr seht, sind die Baublöcke, die ihr braucht. Und die Schienen haben wir auch schon hingelegt. Johannes, kann ich dir genau die Dimensionen von dem ganzen Teil sagen? Genau, das ist 6 Blöcke breit und 7 Blöcke lang. Dann geht es noch 2 Blöcke nach unten und 3 Blöcke nach oben. Also 6 Blöcke, 2 Blöcke unten, die Schicht und dann noch 3 Blöcke drüber. Gut, beginnen tut ihr mit einem kleinen 3x1 Loch. Hier und 3 Blöcken, die ihr da unten rein platziert. Eine davon ist nur temporär, an denen ihr nämlich den Hopper setzen müsst. Den könnt ihr dann auch wieder wegnehmen. Dann brauchen wir hier eine Power Rail und noch eine Schiene. Dann braucht ihr da noch die Schiene und dann da noch den Blumentopf und der eine Block da unten kann wieder weg. Jetzt könnt ihr hier oben schon mal euren Hopper draufsetzen, den Itemstrom hier rausleiten und hier unten an diesen Hopper einen Dropper heransetzen, der nach unten faced. Hier muss unbedingt ein Dropper sein, kein Hopper, das führt sonst zu Problemen, dass aus diesem Hopper hier die Items abgesaugt werden, bevor der Comparator später ein Signal bekommt. Dann braucht ihr hier einen Redstone Dust, hier einen Comparator, hier einen Block und hier wieder einen Redstone Dust. Geht hierher, könnt hier schon mal 2, 3 Blöcke setzen, hier diese Blöcke kommen weg und hier setzt ihr einen Repeater hin, zweite Stellung, hier einen Redstone Dust, hier einen Comparator. Und hier ein Block mit Comparator drauf, auch wieder. Dann nehmt ihr diesen und diesen Block weg und könnt hier 2 Redstone Torches hinsetzen. So, jetzt geht's erstmal drüben weiter. Genau, wir fangen hier an, setzen hier einen Redstone Fackel dran und dann geht es 2 Blöcke nach unten. Und dann legen wir hier erstmal 3 Redstone drauf und einen Repeater. Dann kommt hier ein Block dran, der hier kommt weg, da ein Redstone drauf, hier eine Fackel, da nochmal ein Block und hier ein Repeater.
Gut, dann geht ihr wieder rüber, ihr könnt hier einen Block platzieren, hier könnt ihr auch einen Block drauf platzieren und hier einen. Setzt hier einen Comparator hin, hier eine Redstone Torch, hier einen Block und hier einen Block, hier Redstone Dust drauf, hier legt ihr einen Repeater hin, hier einen Block und hier einen Block, verbindet dann das hier bis ganz hier hoch und setzt hier wieder einen Block hin, hier einen Redstone Dust, hier darf kein Block drüber sitzen, geht dann hierher und setzt hier einen Repeater drauf. Genau. Dann geht es weiter. Ihr setzt hier einen Block auf die Fackel, hier auch einen Block hin, hier über die Schienenblöcke und dann legen wir das Signal hier rüber, da noch einen Block hin, dann kommt hier ein Redstone-Fackel, dann setzt ihr hier einen Dropper hin, da noch einen Hopper dran, dann braucht ihr ein Item, was einen Stack einnimmt, dann nehmt ihr zum Beispiel eine Holzschaufel, könnt aber auch anderes Zeugs nehmen. Und dann setzen wir hier noch einen Block hin, den wieder weg. Da noch einen Block hin, hier einen Comparator. So, dann geht ihr nochmal hier rüber und setzt diesen Comparator hier unbedingt auf Subtract Mode, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Genau. Dann können wir eigentlich auch schon die Minecarts hinsetzen. Zwar setzt ihr hier einfach mal euer Minecart ohne Kiste hin, hier euer Minecart mit Kiste. Genau, dann brauchen wir hier noch einen Block. Einen Hebel drauf, dann schalten wir den Hebel um, damit und die Schiene aktiviert ist. Sind soweit und ich würde sagen, wir können es mal testen. Wir schicken das Minecart mal rein und es wird wieder rausfahren, weil es natürlich leer ist. Jetzt fällt es wieder raus und fällt aus der Welt. Das Ganze gehört zum Design. Das ist einfach so in diesem Design. Die Minecarts fallen aus der Welt. Heult nicht drüber rum. Craftet euch einfach ein neues Minecart. Genau. Ich würde sagen, das war's für heute. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.